Hallo, ihr Lieben da draußen und hallo, liebe Carmen. Wir sind Eileen. wieder Weiblichkeitscoachin Carmen Hohmann und Pferdetrainerin Eileen Hoffmann. Und wir haben einen Namen. Yay. Ja, endlich. Er ist gefunden. Also vielen, vielen Dank für eure Zusendung von Namensvorschlägen, aber auch so, was euch aufgefallen ist, was uns so ausmacht. Und ja, da waren wir einfach unfassbar inspiriert und haben einen Namen kreiert, der da heißt, Adin, du darfst ihn sagen. Der Herzplausch. Komm, ich versuche mal Und ein bisschen Betty. Yay. das ist so cool. Du kannst es. Ich kann es nicht. Aber ich freue mich auch sehr, weil das verbindet so, dass wir plauschen gemütlich miteinander und ja, diese Herzlichkeit. Also ich freue Ja, mich sehr über den Namen. da haben wir uns drin wiedergefunden und ja, wir hoffen, euch gefällt der Name. Und ja, könnt ihr uns natürlich auch gerne zu schreiben, wie euch der Name gefällt. Ansonsten heißt es ja auch, ihr habt die Chance verpasst, um was zu sagen, ne? Wir werden ihn jetzt nicht mehr ändern. So. Nein, jetzt ist er festgelegt. Trotzdem freuen wir uns zu lesen, dass euch der Name total gut gefällt. Also erzählt es gerne weiter. Schließlich wollen wir hier berühmt werden. Und euch mit unserem Schnack, unserem Plausch natürlich inspirieren und ja, schöne Impulse geben. Und heute haben wir euch natürlich auch wieder einen schönen Impuls mitgebracht. Und ja, wir hatten es ja letztes Mal schon erzählt, dass wir uns heute mit dem Thema Coaching befassen. Was ist das denn überhaupt? Und ja, das erzählen wir euch jetzt und geben euch natürlich auch einen kleinen Einblick in unser Coaching, wie das denn so aussieht. Ja. Ja, denn also das ist eine Frage, die ich auch einfach sehr oft bekomme mit, was machst du denn eigentlich als Coachin und also wie funktioniert so ein Coaching und was ist das und was passiert da und muss ich da irgendwelche Sachen machen, die ich gar nicht machen will? Und wo ich dann immer so sage, nein, 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 stopp. Also für mich ist oder als Coachin ist es für mich ein, ich begleite mein Coachee oder andere nennen das auch Klienten, die Person, die bei mir im Coaching ist. Ich bin eine Wegbegleitung. Ich begleite die auf dem Weg und ja, bin eine Unterstützung. Wie ist das bei dir so? Absolut, ganz genauso. Also es ist eher so ein, je nachdem, wie die Person auch so ist, es ist ein an die Hand nehmen oder auch Hand in Hand gehen. Also letztendlich ist es eine Begleitung, die ja dazu führen soll, dass der Mensch, mit dem ich jetzt dann gerade zusammenarbeite, ja, nach Hause geht und sagt, ah, cool, das hat mich heute weitergebracht. Das war ein Gedanke, da bin ich vorher noch gar nicht drauf gekommen. Ist also mehr so ein, ja, neue Perspektiven bekommen, Situationen von verschiedenen Ansichten beleuchten, betrachten und darüber dann herauszufinden, okay, das kann jetzt ein Weg für mich sein, das probiere ich mal aus. Das heißt, es ist so, wie wenn du jetzt unseren Talk, unseren Plausch dir anhörst. Und da wollen wir ja schon neue Impulse einfach mitgeben und sagen, hier, ne, wie wär's denn mal, wenn du das aus der Perspektive betrachtest? Nur noch mal viel intensiver, weil man sich natürlich weil wir uns dann mit der Person beschäftigen, die da halt, jetzt in unserer beider Fälle ist es, jeweils ein 1:1-Coaching. Es gibt ja auch andere Formen, wie ein Gruppencoaching noch, wo dann viele Personen sind. Aber dass ich halt wirklich mit dieser einen Person arbeite und da auch mal genauer hinschaue. Ja, absolut. Und wo du gerade sagtest, Gruppencoaching, ich zum Beispiel, also Gruppencoaching, das gibt es jetzt bei mir nicht, wenn dann ist es eher so, das hat dann so mehr so einen Workshop-Charakter. Es ist schon auch noch Impulse geben und sich etwas erarbeiten oder eben Perspektiven dazu zu bekommen. Allerdings ist es eher nicht das Finden einer Lösung, eines Weges für ein gezieltes Problem, eine gezielte Herausforderung, sondern eher ein allgemeiner etwas
zu betrachten oder zu erarbeiten. Ich meine, da kann man auch super tolle, super schöne Sachen machen. Also ich liebe es natürlich auch, Workshops zu geben. Jetzt gerade letztens noch, darf ich das sagen? Ja, ne? Ich darf ja alles sagen. Auf dem Ladies Only Festival. Das war einfach so schön. Super viele Frauen und mit denen habe ich dann im Workshop gesessen und wir haben was zusammen zu den Lebensphasen gemacht oder auch was so dieses Thema Working Mom, also die Menschen, die halt arbeiten und auf jemanden aufpassen, also wahrscheinlich meistens die eigenen Kinder, aber dass es da eben auch besondere Herausforderungen gibt, dieses Gefühl von allem gerecht werden zu müssen. Und ja, das war halt super schön, dass man da gemeinsam Perspektiven eröffnet hat, weil natürlich je mehr da sitzen, desto mehr Perspektiven hast du. Und ja, das ist nun ein ganz anderer Fokus als eben eins zu eins. Und das sollte auch dann klar sein, was man gerade für sich selber nutzen möchte oder was da gebraucht wird. Und also ich unterscheide auch dazwischen, ob jetzt mich jemand für ein klassisches Pferdetraining bucht oder auch ein Problempferdetraining oder ob jemand auch sagt, hey, ich weiß, ich habe da in den und den Situationen einfach Probleme. Ich will an mir selbst arbeiten. Weil ich habe das auch schon ganz oft erlebt, dass so für mich als Außenstehende, für mich war klar, dass in dieser Situation jetzt gerade nicht das Pferd das Problem ist, sondern der Mensch. Aber ich maße mir nicht an, das dann in dem Moment zu sagen, weil wenn jemand das auch nicht wahrhaben möchte, dann ist derjenige noch gar nicht so weit. Also ich kann da dezent so ein bisschen schubsen und halt mal so ein bisschen erzählen und zum Beispiel auch zeigen, dass es in den Situationen mit mir klappen würde. Also ein Klassiker ist da immer so Hängertraining, das heißt, das Pferd weigert sich, in den Hänger reinzugehen. Mit mir geht dann das Pferd irgendwann in den Hänger rein, weil es halt merkt, okay, klare Linie, das funktioniert so und so. Aber wie kriege ich den Besitzer, den Menschen dazu, dass es mit dem auch klappt? Und da sind es eben zwei Arten von Personen. Also die eine Hälfte sagt zu mir, ach, ich merke, ich bin das Problem. Okay, Aline, was kann ich denn machen, damit ich das anders sehe? Und die andere Hälfte sagt, ja, blöder Bock, warum geht der bei mir nicht rein? Aber ich will auch gar nicht an mir arbeiten. Ja, und das ist echt so ein wichtiger Punkt. An der Stelle sollte die Person dann sein, das, ja, die Erkenntnis zu haben, ah, okay, ich könnte ja vielleicht an mir etwas tun. Das ist ja auch was richtig, richtig Schönes. Ich eröffne dadurch ja neue Möglichkeiten. Ich erschließe mir ja etwas Neues. Und das ist doch was richtig Schönes. Ich weiß gar nicht, ob manchmal da im Weg steht der Gedanke, oh, ich bin nicht gut genug und ich mache was falsch. Und also der Umgang mit Fehlern, ob das dann eine Rolle spielt. Weiß nicht, das. Oder ein zu gesundes Selbstbewusstsein mit, ich bin doch perfekt. Ja, das gibt es natürlich auch. Das habe ich jetzt bei mir weniger. Also tatsächlich sind alle mal sehr neugierig darauf, was es für Möglichkeiten geben könnte. Und naja, das ist eigentlich auch schon so der nächste wichtige Punkt. Es geht ja darum, etwas zu erforschen, zu entdecken. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Es ist ja nicht ein, oh, ich bin da gerade nicht gut genug und bin da in einem Tunnel drin, wo ich mich selber nicht gut behandle, sondern es geht ja mehr darum, okay, was habe ich denn noch für Möglichkeiten, so eine Herausforderung zu meistern, damit es mir leichter fällt? Also es ist ja eigentlich eine Form von Self-Care. Ein Coaching ist Selbstfürsorge. Wie kann ich gut mit mir umgehen, um so eine Situation gut meistern zu können? Und wir hatten das in unserem letzten Plausch auch schon angesprochen, als es um das Thema Selbstvertrauen ging. Da ging es nämlich auch um die Machbarkeit von Situationen. Und auch das kann man in einem Coaching beleuchten, zu sagen, ne, was ist für mich machbar? Wo will ich aber hin? Also was sind die Ziele auch, die ich erreichen will? Wie kriege ich die dann auch wieder messbar? Also halt auch zu sagen, okay, erste Coachingstunde.
erste Coaching-Session. Wir reden darüber, sei es jetzt online oder offline, es geht ja auch beides. Was ist denn auch das Ziel dieses Coachings? Also was möchte die Person damit erreichen? Wobei kann ich unterstützend zur Hand gehen? Was kann ich da einfach auch mitmachen? Und ist die erklärte Zielsetzung zum Beispiel im Bereich Pferdetraining entspannter im Umgang zu sein oder klarer? Und anhand dessen überlege ich mir auch, was für Coaching-Tools, die ich mir so angeeignet habe, für die Person auch passend wären und funktionieren könnten. Weil das ist dann natürlich unsere Aufgabe, Ja. zu sagen, okay, dieses Coaching soll natürlich auch erfolgreich sein. Das ist unser aller Wunsch, dass es erfolgreich ist. Es hat ja niemand was davon, wenn am Ende ja gar nichts dabei rumgekommen ist. Das wäre, oh Gott, nee, das wäre ja, das wäre zu schade um die Zeit. Und habe ich ehrlich gesagt, ich überlege auch gerade, also irgendwas ist immer bei rausgekommen. Und ja, nee, es ist immer lohnend gewesen. Ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass es sich, also dass es nicht irgendeinen Nutzen hatte. Zumindest weiß ich nichts davon. Ich möchte das jetzt nicht ganz ausschließen, aber ich weiß es dann nicht. Ja. Also haben Das wir ist jetzt, ja, sorry. bei so einem Coaching, man merkt auch diese Auswirkungen halt nicht direkt nach einem Coaching. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, sondern man darf sich darauf einlassen und darf dann auch mal eine Nacht oder mehrere Nächte drüber schlafen und dann mal spüren, was verändert sich Ja, und in manchmal welche dauert es Richtung ja auch noch vielleicht. länger. Also, Ja. ja, je nachdem, es ist ja ein Prozess. Niemand weiß, wie lange das vorher dauert. Also, ich weiß es oft nicht. Ich kann natürlich grob einschätzen, da wirst du jetzt morgen was merken von dieser Übung. Kann aber auch sein, dass es länger dauert. Das ist dann auch okay. Es ist sehr individuell und, naja, ich meine, die Menschen, die schon einigermaßen ein gutes Gespür haben für sich, was so bekannte Muster sind, wie lange sie für etwas brauchen, dann ist es natürlich einfacher. Und wenn das noch neu ist, dann ja, ist es immer gut, offen zu sein. Also dann ist es gut, offen zu sein für sich selbst, in sich reinzuspüren und zu schauen, ah, okay, es tut sich so ganz langsam was. Oder ey, in der Situation habe ich jetzt ganz anders reagiert als sonst. Und das ist dann das, woran es messbar ist, dass es Fortschritte gibt. Ja. Und Coaching ist auch immer zusätzlich zu anderen Therapieformen oder Therapiearten machbar. Also man kann da sagen, ne, okay, ich, weil, also auch an der Stelle Disclaimer ganz, ganz, ganz wichtig, wir sind keine Therapeuten. Also wir sind jetzt nicht dafür da, wenn jemand schwere psychische Krankheiten hat, dann damit zu uns zu kommen, weil also an der Stelle muss derjenige zu einem Psychotherapeuten und sich da behandeln lassen. Sondern wir sind einfach eben als Unterstützung, als Wegbegleitung mit da, zu helfen und zu sagen, okay, wir können auch nochmal neue Anreize bieten. Und was mir auch immer so wichtig ist, ist zu sagen, ich bin keine Ratgeberin. Also ich setze mich da jetzt nicht hin und sage, ja, mach das so und so und dann klappt das. Weil man muss da, wie wir das auch schon gesagt haben, diese Eigeninitiative auch haben und neugierig sein und sagen, okay, ich will ja für mich was verändern. Das heißt auch in einem Coaching, ich bin auch keine, die jetzt die eigene Meinung auf den Klienten, auf den Coach einprügelt und überstülpt, weil, nee, ich bin da neutral, ne? Also, das will ich nicht. Das bin ich nicht, das mache ich nicht. Richtig, das will ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht, da mag ich auch die Vorwürfe nicht, die da immer kommen. Ja, ich merke das schon, es wühlt dich auch gerade so ein bisschen auf. Ja. Aber Ja. du hast schon recht, es sind schon Stimmen, die aufkommen, ne, dass es viele Vorgaben gibt oder etwas aufgestülpt wird. Und da darf man für sich wirklich immer wieder überprüfen, passt es noch für mich? Passt dieser Coach, die Coachin, passt dieser Mensch, der mich da begleitet, passt diese Person für mich, für diesen
Abschnitt meines Lebens, für diese Beratungszeit, wie auch immer. Und es ist auch total in Ordnung zu sagen, nö, jetzt passt nicht, such mir jemand anders. Ich vergleiche das auch immer wieder gerne mit Umfeld. Ja, da bin ich auch jetzt nicht mit jedem sehr close. Und ja, manche Menschen begleiten mich etwas länger auf meinem Weg und andere verlassen mich wieder. Und so ist es mit Ärzten, mit Coach, mit egal was für dienstleistende Menschen. Da kann ich auch überprüfen, passt denn das noch für mich? Und wenn es nicht mehr passt, suche ich mir halt einen neuen Arzt. Und weil du es gerade nochmal angesprochen hast, das ist eben, es kann halt begleitend zur Psychotherapie zum Beispiel sein, aber es ist auf jeden Fall kein Ersatz, das, was wir tun. Ja, das war, ist ganz wichtig, das zu sagen und zu verstehen. Ja. Ja, und also ich glaube, weil mich das auch so triggert, ist nämlich, weil da immer, oder was ist immer, aber es wird auch immer, die, doch immer, ich merke, es ist immer, ist das dieser Vorwurf der Manipulation. Also, dass das einfach auch was wäre, dass ein Coach da Personen manipulieren würde oder eine Coachin. Und ich immer sage, no way. Also es Ja. mag schwarze Schafe geben, die gibt es Stimmt, leider immer stimmt. überall. Aber ja, das ist so fernab von dem, wie die liebe Carmen und ich arbeiten. Und ich finde, also, das zeigt auch der Herzplausch. Ja, das finde ich auch. Wir zeigen uns hier schon, ja, wir hoffen, locker flockig und kompetent. Ja. Ja, apropos Kompetenz, Eileen, möchtest du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das so bei dir ablaufen kann, so ein Coaching? Genau, Nochmal also bei kurz einen mir ist Einblick es, geben. ja, bei mir ist es so, dass eben die Frage erstmal ist, ist es online oder offline? Also sind wir vielleicht sogar im Stall mit dem Pferd auch direkt und arbeiten mit dem Pferd und machen dann kurze Pferdepause, widmen uns dem Menschen und arbeiten sonst mit dem Pferd weiter? Oder ist es rein online? Da plane ich auch immer so 1,5 Stunden für eine Einheit ein. Und dann eben am Anfang ist bei mir so klassisch mit, ich begrüße, ich sage, dass ich auch mitschreiben werde, weil ich finde das auch immer ganz wichtig, das einfach zu sagen, dass die Leute dann nicht so überrumpelt sind. Wenn man dann zum Beispiel 3 Coaching-Sessions später auf einen Punkt zurückkommt, der in der ersten Coaching-Session genannt wurde, weil das auch, ja, wichtig ist und passieren kann. Und ja, dann geht's ins Gespräch in was für ein Problem haben wir, woran was ist der Grund, weshalb wir uns zusammengefunden haben? Und genau, dann hatte ich das vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen, dass ich da eben auch genauso wie du wahrscheinlich verschiedene Tools habe, Tools im Sinne von Möglichkeiten, Dinge auch aufzubereiten und greifbarer zu machen, die ich dann einfach erkläre und die wir dann auch an praktischen Übungen machen. Ja, und dann Magst ist du noch? meistens 1,5 Stunden schon rum. Die Zeit vergeht sowieso immer so schnell. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, also wann komme ich denn zu dir? Ich zum Beispiel war jetzt auch gerade so halb überrascht, also mir entfällt es einfach immer, weil ich dich einfach abspeichere, als es muss offline sein, so mit Pferd und Ja. so halt auf dem Gelände. Und dass es halt online auch ein Thema sein kann. Ich vergesse es einfach immer wieder. Deswegen ist es immer so ein Surprise-Moment. So, ach ja, geht ja auch online. Genau, also zu mir kommen die Leute, wenn sie merken, okay, ich habe eben Schwierigkeiten mit meinem Pferd. Ich bin aber so weit, dass ich weiß, dass dieses Pferd da einen gewissen Anteil zu trägt, aber nicht die komplette Schuld. Also wenn da Situationen sind wie, ich nehme mal super gerne dieses Beispiel von dem Baumstamm, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Dass ich zum Beispiel weiß, okay, mein Pferd geht an diesem Baumstamm nicht vorbei. Ich fange aber in diesem Moment dann an einzufrieren. Ich kriege selbst auch Angst, ich weiß nicht wohin. Und dann kann ich mit einem Online-Coaching auch helfen,
zu sagen, wir schlüsseln das mal auf. Woher kommt diese Angst? Was ist da vielleicht auch ein Glaubenssatz, der dahinter steckt, mit ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Und ja, so arbeiten wir das dann auf. Und im ja, Bestfall nach ein paar Einheiten und Sessions spürt man dann einfach auch schon die Veränderung, wenn man oder wenn die Person mit ihrem eigenen Pferd dann was macht. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, online war super, jetzt soll ich aber auch mal offline vorbeikommen, um mir einfach Pferd-Mensch-Gespann nochmal anzuschauen. Und da bin ich tatsächlich deutschlandweit unterwegs. Ja. Ja, das stimmt. Du hast eine gewisse Reiseliebe. Ja. Ja, Und wie ist es bei das ist doch dir? auch schön zu wissen, weil, ne, wenn du dann überall verfügbar sein kannst und willst, auch ist es schon auch, glaube ich, ja, Und schön für die im Leute zu Bestfall, wissen. genau, im Bestfall ist ja auch bald mein Hof soweit fertig, dass die Leute dann mit ihren Pferden auch hierher fahren können. Das ist so der, Das wird darauf mega. arbeite ich jetzt gerade hin. Ja, das wird mega gut. Das wird richtig schön. Ja. Ich kenne ja schon ein paar Pläne, aber pst. Ja, aber Ja. wie ist es bei dir? Online, offline? Was machst du lieber? Ja, ich arbeite beides. Allerdings, ja, natürlich lieber offline. Online ist eine schöne Möglichkeit für eben größere Distanzen zu überwinden. Und nichtsdestotrotz hat es sich einfach über die Zeit auch gezeigt, dass zumindest dann hin und wieder ein Offline-Termin nochmal sehr viel anderes bewirken kann. Und je nachdem, wie dann so eine Begleitung aussieht, also sprich über welchen Zeitraum, lässt sich das ja wunderbar gestalten. Dann gibt es eine bestimmte Anzahl an Online-Terminen und dann vielleicht so ein Abschluss oder ein Einstieg kann dann offline sein. Also gibt es ja alle möglichen Variationen. Und klar, lokal ist natürlich offline. Jetzt, also solange es ja möglich ist und nicht irgendwie irgendwas daherkommt, dass man sich nicht treffen darf. Genau, und das hat einfach, es ist eine, eine andere Verbindung, die entstehen kann. Und das ist ja auch ein nicht unwesentlicher Faktor, der da mit reinspielt. Ja. Und ja, ich arbeite am allermeisten mit Frauen zusammen, was sich wahrscheinlich aufgrund meiner Weiblichkeitspädagogik irgendwie so mit ergibt. Nichtsdestotrotz, ja, Menschen, die sich weiblich lesen, sind meine Kernzielgruppe. Und das sind überwiegend Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Das Thema Weiblichkeit nimmt einen großen Raum ein. Und es ist eher so dieser Erforschungs- und Entdeckungsgedanke, der da mit reinspielt. Denn das Thema Weiblichkeit an sich, das ist jetzt erstmal verknüpft mit bestimmten Aspekten, die in der Gesellschaft dann eine Rolle spielen oder beziehungsweise eben nicht. Also Weiblichkeit ist leider eher etwas, was von Menschen abgespalten wird. Also ganz egal, welche Identifikation sie für sich haben. Weiblichkeit wird eher abgespalten. Warum? Weil das in dieser Gesellschaft, die eher patriarchalisch angelegt ist, nicht gewünscht ist. Und damit ist all das, was Menschen mit Weiblichkeit verbinden, wie Fürsorge, also soziale Bereiche, Kreativität, Kunst, Musik, Miteinander, Füreinander, Sanftsein, Weichheit, all solche Aspekte, das ist nichts, womit Menschen nach vorne gehen und wo auch ein Beitrag in der Gesellschaft sehr geschätzt wird, sondern es ist eher geschätzt, höher, schneller, weiter, leistungsorientiert sein. Und das ist eben der Grund, warum Weiblichkeit abgespalten wird. Nur alles, was du abspaltest von dir, das weiß dein Herz. Und das weiß dein Körper und das weiß dein Nervensystem und es reagiert darauf auf alles, was du unterdrückst und abspaltest. Und ja, jetzt bin ich schon sehr tief eingestiegen. Sorry. Darum geht es bei mir.
das wieder zu entdecken, zu erforschen. Wie kann das denn für mich aussehen? Was kann denn Weiblichkeit für mich bedeuten? Also in dem Fall für meine Klientin. Was kann es für sie bedeuten, Weiblichkeit zu integrieren? Und es kann für sie was ganz anderes sein als für mich oder für dich. Und diese Offenheit, das ist mir ganz wichtig zu transportieren. Und ich glaube, ich habe es gut gemacht. Du hast es gerade gemerkt. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja, So, dann. runterkommen. Aber das ist doch jetzt auch ein wunderbarer Ausblick auf mögliche weitere Folgen von unserem wundermann Herzplausch, weil ich denke, wenn ich so auf die Uhr gucke, machen wir hier Heute jetzt mal. ein bisschen länger dabei. Genau, machen wir hier jetzt an der Stelle mal einen Cut. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass man sehr gut auch in unseren Coaching-Alltag mal so ein bisschen reinblicken konnte. Oberflächlich. Und ja, daher schreibt gerne in die Kommentare, was wir eingangs schon gesagt haben, was ihr so zu unserem Namen sagt mit der Herzklausch. Aber auch, ob ihr schon mal ein Coaching hattet, ob ihr Interesse dran habt. Ihr könnt natürlich auch Carmen und mich jederzeit anschreiben und einen Termin auch ausmachen. Und ja, Ja, ihr schließt seid uns. herzlich willkommen und auch wenn ihr es in den Kopf kriegt und ihr möchtet mit uns beiden was machen, auch wir sind für alle möglichen Ideen offen, ne? So ist es nicht. Allerdings von Pferden, ich stehe am Rand. Auch schon geritten. Ja. Im nächsten Talk. Im nächsten Plausch. Okay, also wieder, dann verabschiede ich mich auch an der Stelle und wünsche euch eine ganz tolle Woche und freue mich auf unseren nächsten Plausch, unseren nächsten Herzplausch. Ja, dürft gespannt sein. Wir haben jetzt noch nichts, was wir verraten.